Hallo, ich bin auf meinem Abendspaziergang. Ja, vor 2 Tagen ist mir ein kleiner Unfall passiert. Ich bin nämlich in der Wohnung ausgerutscht und ganz, ganz blöd und ganz schmerzhaft jetzt schon wieder fast auf mein Knie gefallen. Und das war jetzt eine ganz schöne Herausforderung. Also tierische Schmerzen von einem Moment auf den anderen, ja, damit umzugehen. Und ich muss sagen, ich habe eine super gute Erfahrung gemacht. Also ich habe irgendwie instinktiv das Richtige gemacht, nämlich eine Bandage angelegt um das Knie, gekühlt und Traumehl drauf getan. Das ist so was Homöopathisches, eine homöopathische Salbe. Und dann aber auch noch ein bisschen Diclo, das ist dann chemisch. Und das Bein geschont und gleichzeitig aber auch bewegt. So ein Zwischending von allem. Und jeder sagt, oh, du musst zum Arzt, du musst ein MRT machen. Ich sagte, nee, da ist nichts gebrochen, das tut einfach nur tierisch weh. Das ist eine Prellung. Und siehe da, gestern ging es schon eine Spur besser und gestern Morgen bin ich tatsächlich ins Fitnessstudio gegangen und ich konnte alle Geräte machen ohne Schmerzen. Habe überall gemerkt, was nicht geht, das habe ich dann sofort nicht gemacht. Aber es ging fast alles ausnahmslos. Und dann habe ich, oh, hier sind Löcher, wo ich gerade laufe, so Hundegrablöcher. So, jetzt muss ich auch ein bisschen auf den Boden gucken. Genau, ein bisschen vorsichtig muss man sein. Genau. Ja, auf jeden Fall habe ich dann geguckt, dass ich möglichst in so einer Mitte bleibe. Das heißt, Bein hochlagern, ausruhen und Bein bewegen. Und nach dieser Stunde Fitnessstudio gestern war das nächste, was ich dann ausprobiert habe, das nächste war tatsächlich abends einen Spaziergang zu machen, aber ganz langsam mit einer Freundin. Ging gut. Heute habe ich mir Entspannung gegönnt und habe auch gleichzeitig geguckt, dass ich immer wieder mich bewege. Jetzt mache ich auch gerade meinen Spaziergang und es geht schon viel, viel tausendmal besser. Also man kann sich doch im Ernstfall immer auf seinen Körper und auf seinen Instinkt verlassen. Das wollte ich damit sagen und nicht immer gleich zum Arzt rennen. Also natürlich habe ich im Fitnesscenter das Knie gezeigt und die sagten dann auch alle, nee, wenn du das noch so bewegen kannst, dann ist da nichts gebrochen. Wenn das jetzt schlimmer wird, dann musst du zum Arzt. Aber es wird besser. So, das ist die gute Nachricht, die gute im Schlechten. Das ist immer meine Devise ist, was draus machen, was draus lernen. Ich habe dann auch überlegt, warum ich jetzt gestürzt bin. Dass ich ein bisschen zu, ich war zu euphorisch, mir ging es zu gut an dem Tag. Mir ging es richtig gut. Und dann war ich ein bisschen drüber. Und das hat dann dazu geführt, dass ich unvorsichtig war. Immer wenn man aus der Mitte kippt, dann kann man eben auch fallen. Aber wie ihr seht, es geht mir schon wieder richtig gut. Ich bin guter Laune. Es passiert sehr viel in meiner Praxis zurzeit. Es kommen wieder Menschen. Also vermehrt wird es wieder lebendiger. Ich habe ein paar nette neue Kontakte auch. Und ich denke auch, dass die nächste Astrologieausbildung sich füllen wird. Wir brauchen nur noch einen Teilnehmer, eine Teilnehmerin. Dann könnten wir Ende Mai, Anfang Juni starten. Fände ich super schön. Und also alles scheint gerade im Moment so einen Aufwind zu bekommen. Alles wird besser. Es bewegt sich wieder, Gott sei Dank, nach dieser Corona-erstarrten Zeit. Ich hoffe, das geht bei euch auch so aufwärts, dass es wieder lockerer wird, dass wieder mehr in Fluss kommt, dass die Menschen auch mal wieder über was anderes reden als über Corona. Und ja gut, jetzt reden sie über die Ukraine. Aber da können wir sowieso sehr wenig tun, weil die Politiker das entscheiden. Und wir sind letzten Endes, ist die Zivilbevölkerung immer in einem, tja, passiven Modus, zumindest hier in Deutschland. In der Schweiz ist da mehr möglich. Ich bin ja Schweizerin und bin da auch aufgewachsen und habe auch einen Schweizer Pass. Und in der Schweiz ist ja eine Demokratie, wo der Einzelne sehr, sehr viel mehr bewegen kann.
wir wählen nicht in der Schweiz einfach nur die Leute, sondern wir können jederzeit eingreifen in die bestehende Politik. Und das ist ja hier nicht der Fall. Ja, darüber mache ich mir manchmal so meine Gedanken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Alles Liebe, bis bald. Tschüss.